die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl schier. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ein selten aufregender Fall steht heute an. Das Gericht hat sich mit einem modernen, noch nie dagewesenen Verbrechen zu befassen. Tja, Angeklagter, Sie betreiben eine Kunstmühle in Remmerding und ein Sägewerk, sind also, wie man so sagt, ein angesehener Müller. Aber nicht genug. Mit diesen diversen Unternehmungen erzeugen Sie jetzt auch noch diese neumodische Elektrizität. Das ist sehr fortschrittlich. Vorbestraft sind Sie nicht, ne? Nein, Herr Vorsitzender, mein Mandant ist nicht vorbestraft. Er erzeugt Elektrizität. Mir ist nicht bekannt, dass der Betrieb einer Dynamomaschine strafrechtlich verfolgt werden kann. Ja, jetzt regen Sie sich bloß nicht auf, Herr Doktor, das habe ich auch gar nicht behauptet. Der Mann ist aber immerhin angeklagt, mit Hilfe dieser modernen Elektrizität seinen Nachbarn, den Luchsbauern von Remmerding, mutwillig geschädigt zu haben. Er hat ihn genötigt, wenn nicht sogar erpresst. Er hat ihm den elektrischen Strom gedreht, nicht? Na, Angeklagter, warum haben Sie das gemacht? Soweit ich mir auskenne, ist mein Nachbar schuld dran. Jawohl, der Meinung bin ich auch. Denn nach der Reichsgerichtsentscheidung vom 16. Dezember 07 ist die Elektrizität zwar keine körperliche Sache, aber immerhin eine Ware. Und das ist die Einstellung der Lieferung dieser Ware bei Nichtbezahlung zulässig. Das ist eine willkürliche Auslegung dieser Entscheidung. Die mittels einer elektrodynamischen Maschine erzeugte Kraft ist de jure nicht nur nicht eine körperliche Sache, sondern eine Kraft, die als Ware nur gelten kann, sofern die Verpflichtung zur Lieferung von Elektrizität aufgrund eines Werkvertrages vorgelegt werden kann. Das noch ausstehende Reichselektrizitätsrecht... Ja, danke schön, Herr Doktor, danke. Sie haben eine volle Bewunderung, aber es genügt jetzt schon. Elektrizität hin, Elektrizität her. Wir müssen hier herausfinden, ob unser ehrenwerter Kunstmühlenbesitzer Bruckmeier von Remmerding ein Spitzbub ist oder nicht. Und dazu genügen, meine ich, ein bisschen gesunder Menschenverstand und Lebenserfahrung. Na, Angeklagter, was haben Sie denn gegen Ihren Nachbarn? Er ist doch zugleich Ihr Kunde. Da müssen Sie doch besonders nett zu ihm sein. Für wie viel Geld verkaufen Sie ihm denn diese sogenannte wahre Elektrizität? Der braucht nicht viel. 150 Mark Pauschale zahlt er mir jährlich. Wenn er's zahlt. Was heißt, wenn er's zahlt? Dass er mir die Pauschale schuldig bleibt. Und er hat sich auch nach wiederholter Aufforderung geweigert zu zahlen? Er ist überhaupt so schlechter Zahler. Mein Mandant, der Herr Nebenkläger und Geschädigte, kann das Gegenteil beweisen. Und wir können dem Gericht die Bücher vorlegen. Bitte. Er hat im vorigen Jahr im Januar nicht bezahlt und er hat heuer im Januar nicht bezahlt. Auf dem Lande ist es aber Usus, dass die anlaufenden Rechnungen jeweils auf Neujahr beglichen werden. Ich erkenne dieses sogenannte Buch nicht an. Mein Mandant hat bezahlt. Ja, bitte nehmen Sie alle wieder Platz, meine Herren Kollegen. Gell? Sie stören nämlich die Einvernahme des Angeklagten. Zahlen die anderen Kunden denn immer pünktlich? Bei uns zu Remmerding zahlt er jeder. Nur der Lux ist ein rechter Langsamer. Sie sind also überzeugt, dass Sie ihm ganz zu Recht diese Elektrizität unterbunden haben? Ja, ich meine schon. Und der Herr Doktor sagt's auch. Der Herr Doktor, von Ihnen möchte ich's wissen. Ich habe auch meine Auslagen und muss brav zahlen. Der Turbinenregler, der Dynamo, das kostet alles viel Geld. Und erst die Leitungen, da zahlst du gerade drauf mit dem Elektrischen. Mit anderen Worten, wir können den Fall ad acta legen. Dagegen protestieren wir. Nicht wahr, Herr Staatsanwalt? Ja, wir tun's schon nicht. Herr Wachtmeister, rufen Sie mir den Luchsbauer von Remmerding herein. Zeuge Isidor Lux. Jawohl. Zur Elektrizität gehören, so viel sogar ich weiß, immer zwei Pole. Ein positiver und ein negativer. Ja, das Elektrische, das hätte gar nicht aufkommen sollen.
Mir ist der Dampf schon neumodisch genug. Ich lasse mir's nicht einrichten. Unser Herr Pfarrer sagt's auch. Das Elektrische, sagt er, bringt die Leute noch um den Glauben. Das glaube ich frei. Weil's nicht mehr ins Bicki mit dem Elektrischen läuft. Und wenn der Mensch keinen Schlaf nicht hat, dann fängt der Spinner an. An Herrn Pfarrer brauchst auch nicht alles glauben. Praktisch ist das Elektrische und ich lasse meinen Strom nicht nehmen. Der Zeuge ist ja da Lux, Ökonom von Rämerding. Auf geht's, Lux. Wir sind drum. Gute Lust habe ich und mach mir meinen Strom selber. Dann kann er sein Club behalten, das Elektrische und seine Tochter dazu. Nicht aufregen, Bauer. Beim Gericht musst du die Ruhe bewahren. Das ist wichtig. Na, ist dieser Kreuz. Da schuffst dein ganz Leben lang und nachher wärst alt und möchtest einen Hof übergeben und dabei hat der Junge keine Hochzeiterin. Geh weiter, Wastel, such dir halt eine andere. Gibt ja grad nur. Ich heirat nicht so schnell. Ein Wastel, da bist du ein großer Bauersohn. Die laufen doch die Dirndl nach, du kannst es ja aussuchen, schau. Die allerschönste und die allerreichste. Wenn du noch ein paar Jahre wartest, kannst du von mir auch eine haben. Meine Lisi geht jetzt bereits in die vierte Klasse. Ich mag nicht mehr. Geh, Wastel, ich kann da nichts dafür. Du sollst nicht mit ihm reden. Und du brauchst ihn nicht dauernd anschauen. Wer ins Lyzeum geht, der hat andere Gedanken im Kopf. Geh, jetzt musst du nur auf meine Lisi warten. Ja, und warum haben sie erst im Februar bezahlt und nicht wie vereinbart schon ein Neujahr? 14 Tage hin oder her. Je reicher der Bauer, desto später wird zahlt, so ist der Brauch. Und ich hab 160 Tage wert. Der Lux Zremerding, der hat euer Nieden zahlt. Ja, das glaube ich Ihnen, Herr Zeug. Also mit diesem Argument kommt die Verteidigung nicht durch. Wir haben nicht behauptet, ausschließlich und nur wegen säumiger Zahlung hätten wir den elektrischen Strom dem Luxbauer gesperrt, sondern auch wegen unberechtigter Entnahme von Strom. Der Zeuge hat meinem Mandanten Elektrizität gestohlen. Was hab ich? Wollten Sie da zurück, Herr Advokat? Langsam, Herr Zeuge, alles der Reihe nach. Wie wollen Sie denn das beweisen, Herr Kollege, dass der Herr Zeuge eine unsichtbare, körperlose Sache gestohlen hat? Hat er sich bei Nacht und Nebel in die Mühle geschlichen und da eine elektrodynamische Maschine demontiert? Oder wie viel Sack Strom hat er denn eingeschaufelt und mitgenommen? Er hat sich in seine Kammer eine Lampe hineinlegen lassen und mir nichts davon gesagt. Es handelt sich um eine neue Brennstelle, die nicht im Pauschalvertrag aufgenommen wurde. In einem Vorentwurf des StGB vom Jahre 1909, Paragraph 11, die ja, 5, heißt Herr es... Herr Doktor, ich anerkenne Ihren Fleiß, aber schauen Sie, ich hab's nicht mit dieser neumodischen Elektrizität. Ich bin ein alter Herr und es dürfte Ihnen als Bürger dieses Landes auch nicht ganz unbekannt sein, dass seine königliche Hoheit, der Prinzregent Luitpold, unseres Königreiches Bayern-Verweser, die Elektrizität nicht benutzt. Er hat die elektrische Nachttischlampe aus seinem Schlafgemach wieder entfernen lassen und sieht weiterhin das wesentlich gesündere Kerzenlicht vor. Das nur nebenbei. Der ganze Prozess gefällt mir nicht. Ein Elektrizitätsdiebstahlsdelikt, das Wort allein schon fürchterlich, auf einem Bauernhof in Rämerding. Dass ich sowas noch erleben muss, na, das ist geradezu grotesk. Na gut. Herr Zeuge, Sie verbrennen also elektrische Energie in Ihrer Schlafkammer und bezahlen dieselbe nicht? Nein, ich verbrenne in meiner Schlafkammer kein Licht. Ja, so weit kam es noch. Die Leitung ist gelegt worden, ich weiß vom Monteur. Ja, aber kein Lamperl habe ich in der Fassung drin. Weil ich in meiner Schlafkammer kein Licht nicht brauche. Ja, meinst du, ich will mich mit dem Herrn Pfarrer noch ganz kriegen? Ja, einen Augenblick, was hat denn der Herr Pfarrer damit zu tun? Ja, weil der Herr Pfarrer auch gegen das Elektrische ist. Unser Herr Pfarrer ist ein altmodischer Herr wie der Prinzregent. Mhm. Ich aber finde das Elektrische praktisch. Die Dreschmaschine, die Gesobmaschine und die Schrotmühle. Alles läuft bei mir bereits elektrisch. Mhm. Aber in der Schlafkammer brenne ich kein Licht. Die Leitung habe ich nur liegen lassen für später, für die Jungen, wenn der Bub mal heiratet. Womit die Haltlosigkeit der Verdächtigung des Angeklagten mit Evidenz erwiesen sein dürfte. Ja, jetzt muss ich ja fragen, warum führen wir denn überhaupt diesen ganzen Prozess, wenn alle unschuldig sind, hä? Herr Zeuge, können Sie mir den wahren Grund dafür nennen, warum der Angeklagte Ihnen den elektrischen Strom gesperrt hat? Gern. Er, der Herr Kunstmühlen und Sägewerksbesitzer, hat einen Mordstolz. Und besonders die Frau Müllerin. Und die Tochter natürlich auch. Ja, die besonders. Die haben es zu den englischen Fräulein geschickt, damit es einmal was Besseres wird. Eine feine Dame, nicht wahr? Mhm. Eine Klosterfrau und bloß keine Bayerin. Ja, was hat eine Klosterfrau mit dem Elektrischen zu tun? Jetzt kommt's. Die Mannsbilder hat es dann doch recht gern. Mhm. Besonders in den Ferien, wenn sie auf der Vakanz daheim ist. Mhm.
Und da ist auch mein Bub einmal nachgestiegen, mein Waste. Herr Rechtsanwalt, da müssen Jawohl, wir... Jawohl, sie ist ja nachgestiegen draußen am Acht, ist sie haben sogar nachher. Herr Rechtsanwalt. Und nicht hat's auslassen, bis der Waste einmal angeschaut hat. Also hat sich der Waste gedacht, machst halt einmal ein bisschen lang Spaß mit ihr. Ja. Aber jetzt hätten sie die Müllersleute sagen sollen, sie, die Müllerin, ist an unseren Acker rausgerannt am helllichten Tag und hat unseren Waste zusammengeschimpft. Und unsere Tochter und ihre Tochter hat es an die Haare heimgezogen. Und er, der liebe Herr Nachbar, ist auf unseren Hof raufgeradelt und hat mir einen langen Sermon hergemacht. Ich sollte meinen Buben zur Rede stellen und ihm seine Tochter verbieten, indem dass die was Besseres werden müsst wie eine Bayerin. Ja, sag ich, behalt's noch grad und schick's ins Kloster. Wir sind ja gar nicht scharf auf die Strutscherl. Wie ist ein Mannsbüdenarisch, sag ich. Und als Bayerin taugt eh nix. Sein Sohn hat sie belästigt. Und sie hat ihm aufgehalten bei der Arbeit mitten am Acker draußen am helllichten Tag. Ja, ja, bitte schön, jetzt kommen wir aber endlich aufs Elektrische, gell? Ja, jetzt kommt's ja. Ja. Also den anderen Tag wollen wir dreschen. Zum ersten Mal mit dem neuen Elektromotor. 6 Tagländer waren da, aushilfsweise nicht, wa? Mhm. Also um 6 Uhr, wenn wir anfangen wollen, ist kein Strom da. Ich setze mich auf aufs Radl und fahre runter zur Mühle und frage, was mit Strom ist und wann wir endlich heute dreschen können. Da gibt er mir gar keine Antwort. Und sie, die Müllerin, sagt, solange euer Wastel, sagt's, meiner Anna Maria noch steigt, sagt's, solange gibt es keinen Strom nicht. Ich bleib daheim, die Drescher und keinen Strom. Ja, Sternpumpenelement, was mach ich denn? Ich biet und bädel ums Elektrische, es hilft nichts. Schriftlich möchte das haben, sagt er auf einmal. Schriftlich möchte das haben, dass mein Sohn seiner Tochter nicht mehr nachstellt. Und ich und der Waste sollen das Dokument unterschreiben. Haben's mich? Ich hab ihn, ja. Herr Vorsitzender, da hab ich mir gedacht, der Mann spinnt und bin gegangen. Und hab mir mal Dampfmaschine geschafft. Das war gescheit. Ja, und dann sind Sie zur Polizei gegangen. Nein, noch nicht. Ich bin ja von Haus aus ein gutmütiger Mensch. Aber wie wir dann eine ganze Woche lang keinen Strom gekriegt haben, kein Licht gehabt haben im Haus und im Stall, weil ja kein Petroleum nicht mehr da war und auch keine Lampe nicht mehr, ist mir zu dumm geworden und ich hab dem spinnenden Müller seinen Vertrag unterschrieben und da weißt du ja. Na ja, da wäre doch alles in schönster Ordnung gewesen. Nein, eben nicht. Da kommen die Weihnachtsferien daher. Und sei Anna Mill rennt mein Waste wieder nach, obwohl er überhaupt nichts will. Und fleißig, wir sitzen über die Feiertag ohne Licht da. Jetzt erst bin ich zur Polizei gegangen. Eine höchst kuriose Geschichte. Darf ich das Hohe Gericht darauf aufmerksam machen, dass die Geschichte, die uns der Herr Zeuge Eber erzählt hat, erstens ein Märchen ist und zweitens gar nicht zur Sache gehört? Darf erstens ich entscheiden, was zur Sache gehört und was nicht? Und darf ich mir zweitens die kleine Schwäche erlauben, auch ein Märchen ganz nett zu finden, Herr Kollege? Ich habe den Vertrag gehalten und den Strom nicht mehr abgeschaltet. Trotz der säumigen Zahlung also und trotz der nicht angezeigten neuen Brennstelle im Schlafzimmer des Zeugen und endlich auch trotz des zitierten privaten Vertrages hat mein Mandant seinen Liefervertrag erfüllt und keine weiteren Stromsperrungen vorgenommen, obschon der Sohn des Zeugen das Abkommen mehrmals gebrochen hat. Herrschaftszeiten, was ist denn das für ein komischer Vertrag, der von dem die ganze Zeit die Rede ist? Ja, schriftlich hat das haben wollen, dass mir sein Töchterl nichts deren. Ja, der Mann spielt doch! Es ist immerhin eine private Vereinbarung, eine Art Zusatzvertrag zum Stromlieferungsvertrag. Bitte. Vertrag. Ich, Lux Isidor, und ich, Sebastian Lux, des obigen Sohn, verpflichten uns Kraft dieses Vertrages, dass wir die Müllerstochter Anna-Maria Bruckmeier nicht zur Schwiegertochter, respektive Ehefrau, begehren wollen. Eieieiei. Zu Widerhandlungen wieder diesen Vertrag. Ha, haben die sofortige Abschaltung der Elektrizität zur Folge. Rämerding, den 14. September 1912. Ein schöner Vertrag, ein juristisches Meisterwerk. Ich habe weder beim Zustandekommen noch bei der Abfassung irgendeinen Einfluss ausgeübt. Das glaube ich Ihnen sogar, Herr Doktor. Ich hab den Vertrag eingehalten. Der Lux hat Strom gekriegt, was er gebracht hat. Jeden Tag auf die Nacht ist das Licht ausgegangen. Das ist eine Lüge. Die Turbine läuft Tag und Nacht ohne Unterbrechung. Tag und Nacht. Um 7:30 ist finster geworden, stockfinster. Herr Rat, ich konnte es beweisen, dass er mir schon das Licht abgetragen hat. Ja, wie denn? Mein Vetter, der war nämlich am Stefanitag bei mir auf Besuch gewesen.
Nein und noch einmal nein. Erst am Heiligen Dreikönigstag habe ich zutraut. Da ist dein Sohn vertragsbrüchig geworden und wir haben ihn auf frischer Tat ertappt. Deswegen habe ich zutraut. Ja, bleibe dabei, Herr Vorsitzender. Das war das gute Recht meines Mandanten. Und ich beschwör's, dass er zwei Nachten Scheibe zutraut hat. Mein Vetter, der Fellbacher, konnte es bezeugen. Ich beantrage die Einvernahme des Bürgermeisters vom Kirchzell. Ja, beantragen's nur fest. Weihnachten, Stefanie, Tag, Dreikini. Wie lange soll das Theater noch weitergehen? Und ich bitte zuerst um die Einvernahme der Zeugin Bruckmeier, der Ehefrau meines Mandanten. Danke. Die Reihenfolge der Zeugenaussage bestimme ich. Setzen Sie sich! Wachmeister. Zeuge Fellbauer. Der Zeuge Fellbauer, jawohl. Das ist wieder kein Ende, der geht heute. Ein englisches Fräulein hat es hundertmal besser als wie eine blockte Bayerin. Gell, Anna-Maria? Bachmanns Fellbauer, mir sind dran. Oh mein, das bisschen Zeugengeld ist hart zum Verdienen. Für ein Reischerl klangt's. Pro Eider Maß Bier, alter Bazi. Mei, wär ich gern ins Kloster gegangen. Schon als junges Mädel hab ich aber davon geträumt. Anna-Maria, auseinander! Hey, hey. Da sitzt der Herr. Untersteht's euch! Ich mag das Elektrische nicht, Herr Rat. Da ist buchstäblich der Teufel drin, das können Sie mir glauben. Mir hat einmal unser Müller an ein kleines winziges Drahtl hinlangen lassen. Mhm. Das ist mir durch und durch gegangen. Das ist ein Teufelsklump. Sie sprechen mir aus der Seele, Fellbauer. Trotzdem muss ich Sie bitten, beantworten Sie mir erst einmal meine Frage. Erinnern Sie sich noch an Ihren Besuch letzten Weihnachten im Hof vom Luchsbauer Dremmerding? Ja, freilich. Das ist ja so gewesen. Meine Bayerin schwärmt fürs Elektrische. Ja. Sie hat schlechte Augen und kann das Petroleum nicht vertragen. Sagt's. Hm. Also gut, schauen wir uns das Klump einmal an, fahren wir hin zum Vettern. Wir kommen Nachmittag schon hin. Da ist aber noch Tag gewesen. Da kann man die Helligkeit nicht so beurteilen. Dann machen wir die Fensterläden zu und pfei grad in der Stumm ist Tag hell. Na, wir bleiben aber noch bis dunkel wird, essen zur Nacht mal, die Lamperl brennen und meine Bayerin lobt's über den schönen Kini. Ja. Auf einmal ist stockfinster geworden. Es wird gleich wieder kommen, sagt der Vetter. Das glaube ich nicht, sag ich, das schaut nieder so her. Und recht habe ich gehabt. Wenn wir nach einer halben Stunde wieder gefahren sind, sind sie beim Luchs immer noch im Finster gesessen. Siehst du das, sag ich zu meiner Bayerin, es ist kein Verlass nicht auf die neue Zeit. Mir ist eine Steuerlaterne lieber. Ja. Wann waren Sie zu Besuch? Am Stefanitag. Danke. Ja, Herr Zeuge, damit hätten wir schon wieder. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Jawohl, danke. Wachmeister, die Zeugin Bruckmeier Anna-Maria Junior. Die Zeugin Anna-Maria Bruckmeier, jawohl. Ja, wir haben das junge Paar ja geladen. Hören wir uns mal die Freundzeugin an. Die brauchen Sie mir nicht anhören, Herr Vorsitzender. Das ganz schon, wenn Sie die anschauen, das ist ein ganz rassiges Dirndl, gut gewachsen. Das kennt man schon auf 100 Stunden, dass die nicht ins Kloster passt. Warum nicht? Es gibt auch schöne Klosterfrauen. Ja, aber nur brave. Schluss mit der Moraltheologie. Ich zeige Ihnen Anna-Mirl Bruckmeier, Müllers Tochter von Remery. Ja. Anna-Mirl, sagt er zu meiner Lyzeumstochter. Anna-Maria. Hab ich ja gesagt, Anna-Mirl. Anna-Maria. Klosternamen hat sie noch keine. Ja, ja, ist gut. Komm uns näher, Frau Zeugin. Grüß Gott, grüß Gericht. Grüß Gott. Jungfrau Zeugin, es wurde wiederholt hier behauptet, Sie hätten während der Ferien, insbesondere während der letzten Weihnachtsferien, eine zarte Beziehung zum Sohn Ihres Nachbarn, des Luchsbauern von Remmerling, angeknüpft. Stimmt das? Gelogen ist nicht. Anna-Maria, mach mal keinen Schand. Herr Vorsitzender, Sie führen diesen Prozess zu Ungunsten meines Mandanten. Ihre Fragen sind überflüssig. Ich protestiere ganz entschieden. Herr Verteidiger, bitte etwas mehr Zurückhaltung. Meine Fragen haben für mich ihren Sinn. Aber bitte schön, lass mir's. Es stimmt schon, Herr Richter. Der Wastl und ich, wir können uns gut leiden. Oh, da haben Sie es, Herr Doktor. Bitte befragen Sie die Zeugin selber. Unterwerfen Sie sich einem strengen Verhör. Wollen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Danke. Fräulein Zeugin, kennen Sie sich in der väterlichen Kunstmühle etwas aus? Ja. Zum Beispiel auch an der Schalttafel des Elektrizitätswerkes. Ja, auch. Ich kann ein- und ausschalten. Sehr gut. Nun, haben Sie während der Ferien einmal beobachtet, wie der Vater dem Luchsbauer den Strom abgesperrt hat? Ja. Antworten Sie, Zeugin, diese Frage ist für uns sehr wichtig.
Gut, Ihrem Schweiger entnehme ich, dass Sie es nicht beobachtet habe. Gut, ein sehr gutes Verhör. Respekt. Wenn mein Vater verdächtigt wird, der ist unschuldig. Er ist unschuldig, bitte. Ich danke Ihnen, Fräulein Zeugin. Das habe ich nämlich selber da. Was? Ich selber habe den Strom abgeschaltet, damit der Wastl weiß, dass er in Seegmüll kommen soll. Ja, jetzt wird's doch. Das ist ein Luder. Ja, bravo. Ja, das war ja geradezu ein klassisches Verhör, Herr Kollege. Das hätte ich auch nicht besser gekonnt. Ja, du Lausterndl, du Frechs. Papa, ich mag nicht ins Kloster. Du musst. Ruhe, meine Herrschaften. Und Ruhe im Zuschauerraum. Bitte schön, nehmen Sie wieder Platz, Herr Bruckmeier. Ja, Freund Zeugin. Sie sind mir sehr sympathisch. Ja, Sie sind nämlich der erste Mensch, der von dieser verflixten Elektrizität einen vernünftigen Gebrauch macht. Brav. Wie oft haben Sie dem Bräutigam denn dieses famose Signal gegeben? Ja, also bis auf Heilig Drei König jeden Abend um 7:45. Manchmal auch schon früher. Mhm. Und er ist jedes Mal gekommen, oder? Ja, jedes Mal in Seegmüll. Mhm. Und am Dreikönigstag hat sich der Papa dann dort erwischt, ja? Ja. Und er hat den Luxbastl zum schlimmen Verführer erklärt und hat den Strom abgesperrt, ja? Moment. Das haben Sie doch vorher selber schon gemacht gehabt. Ja, aber nach einer Viertelstunde habe ich ihn jedes Mal wieder eingeschaltet. So. So. Herr Wachtmeister, bitte rufen Sie mir den Zeugen Lux Sebastian Junior herein. Der Zeuge Sebastian Lux, jawohl. Sie wären eine schöne Nonne geworden, Freund Zeugin. Ich werde ja keine. Ja. Meine Herren, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Danke, nein. Herr Doktor, gründlich wie Sie sind, wollen Sie nicht noch feststellen, welche von den Parteien nun wirklich diesen Privatvertrag da gebrochen hat? Nein. Sie hat elektrisch signalisiert und er ist prompt gekommen. Wer hat da nun wen die Jure begehrt? Ha? Herr Zeuge, Sebastian Lux, Lux-Bauersohn von Rermeling. Ja, Herr Zeuge, kommen Sie her. Grüß Gott. Keine Angst, wir brauchen Sie gar nicht mehr zu vernehmen. Ich möchte von Ihnen nur noch ein Zeichen, wie sehr und wie heftig Sie die hier anwesende Müllerstochter Anna Maria zur Ehefrau begehren. Na, das ist ja eine sehr eindrucksvolle Demonstration. Ja, danke, danke, danke. Das ist ja unerhört. Was du jetzt ganz? Ja. Müller, und 20.000 Mark Heiratsgeld muss kriegen. 20.000? Ja. Ein eklatanter, beiderseitiger Vertragsbruch. Wer ist hier schon schuldig? Ja. Ich verurteile die Elektrizität. Die Sitzung ist geschlossen. Das Leben geht weiter. Ob Freispruch oder Zuchthaus. Auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat eh niemanden geschickt. Schon lieber in den Ehestand. Nein, die neue Zeit, die macht mich nicht mutlos. Denn die natürliche Kraft, die Liebe, hat sich ja stärker erwiesen als die technische, als die Elektrizität. Ja, da bin ich anderer Meinung. Oh.